Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ihr habt ja in dem letzten Video und in der Umfrage im Community-Tab abgestimmt, dass ihr gerne die Videos am Dienstag haben möchtet. Deswegen ab jetzt jede Woche dienstags um 17 Uhr ein neues Video von mir, Felix Hobbygarten. Ja, und heute, da fangen wir direkt an. Wir bauen heute den Gemüsestand auf und machen dafür einen kleinen Ernterundgang. Also wir werden ein bisschen ernten jetzt und gleich den Gemüsestand eröffnen. Viel Spaß dabei und los geht's! Ja, also die Zucchini hier, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Im letzten Gartenrundgang haben wir die geerntet. Da gibt es bestimmt auch noch einige mehr. Und tatsächlich kommen ja auch schon die ersten Kürbisse. Aber die können wir heute noch nicht ernten. Die kommen dann mal die Tage dran. Aber da vorne, da kommen immer schon wieder neue Zucchini. Ja, hoffentlich wird hier viel Zucchini gekauft. So, und wir schauen uns die Schubkarre mal an. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Zucchini geerntet. Das sehen wir gleich beim Aufbau in grün und gelb. Und dann haben wir hier die ersten zwei Chilis, die ersten drei Tomaten und hier doch noch kleinere Chilis, mexikanische Mini-Gurken und Zitronengurken. Ja, und das werden wir jetzt mal vorne aufbauen. Was machen Sie da? Ein Blumenstrauß. Okay, aus den Blumen von meiner Blühwiese. Guck mal. Sehr insektenfreundlich. Ja. Ja, und ich hatte gerade eine kleine Idee, wie wir hier das mit der Spendenbox vorerst machen können. Da haben wir noch keine Regelung gefunden, aber ich zeige euch mal meine Idee. Tada! Jetzt müssen wir nur noch das Ganze hier vom Dach kriegen, beziehungsweise von der Gartenhütte. Und dann bauen wir das vorerst als Spendenbox an unser, an unsere Gemüseverkaufsstelle. Dann müssen wir noch ein bisschen innen sauber machen. Aber so kommt man auf kleine Ideen. Hatten wir bei unserem alten Garten nämlich auch so, mit so einem Nistkasten müssten wir den nur oben noch verschrauben, dass man den nicht so aufmachen kann, wegen Diebstahlsicherung und so, weil wir wollen die Spendenbox natürlich länger dran lassen und nicht immer mitnehmen. Und ja, da lassen wir uns noch was einfallen. Oder ihr habt Ideen und schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ich hier eine Spendenbox anbringen kann, die keiner klaut und sicher ist. Vielleicht habt ihr da ja was. So, also der Blumenstrauß, den wir aus der Blühwiese gemacht haben, der ist fertig. Die Spendenbox ist fertig und das Gemüse ist geerntet. Ja, jetzt wollen wir den Gemüsestand mal öffnen. Und ja, der Blumenstrauß, der geht an den ersten Kunden, der kommt. Deswegen gucken wir mal. So, was wird das? Eine Blumenvase. Ja, ihr habt es gesehen, der Gemüseverkaufsstand, der steht und ist befüllt. Also jetzt geht's los mit unserem Gemüseverkauf. Und wenn ihr Interesse habt, der steht hier in 49809 Lingen, Straße auf dem Bache 6, links neben der Firma Heilen ist unser Garten. Und direkt vor dem Fachmarkt der Firma Heilen, da steht der Gemüseverkaufsstand. Ihr könnt jederzeit vorbeischauen, wir füllen den immer wieder auf und überlegen uns aber noch was mit der Spendenbox. Vielleicht habt ihr Ideen. Dann schreibt es gerne mal oder wir machen einen QR-Code dahin, dass man mir das PayPalen kann. Ist das eine gute Idee vielleicht? Ja. Wir überlegen uns das mal. Und da das Video sonst ein bisschen kurz wäre für den ersten Gartendienstag, den wir heute haben um 17 Uhr, ich zeige euch einfach noch mal ein paar Sachen mehr hier im Garten, damit das Video nicht so ganz kurz ist. Also wir schauen mal, was es in nächster Zeit noch so zu ernten gibt und was es dann natürlich auch beim Gemüseverkaufsstand zu erwerben gibt. Also die Zitronengurken blühen, da werden in nächster Zeit noch viele dran sein. Dann haben wir hier schon die nächsten Schlangengurken hängen. Hier sind auch schon Zitronengurken dran, die sich jetzt entwickeln. Hier dann auch teilweise schon mal größere. Und hier wird es bald jede Menge Physalis geben. Dann geht es weiter mit natürlich vielen Paprikas und Chilis, aber auch die Wassermelonen, die teilweise schon echt groß geworden sind. Wir schauen uns hier mal eine an. Zu den Wassermelonen kommen dann auch noch Zuckermelonen. Da werden wir sehr viele von haben und da freue ich mich sehr drauf. Dann natürlich unter anderem auch meine Lieblingsspitzpaprikasorte, die Kira. Und viele weitere Paprikas und Chilis. Und natürlich so einige schöne Tomaten. Und die, schaut euch mal das Lila an, das ist wirklich krass. Also ich finde es schon sehr cool. Hier die Tomaten werden auch immer größer
Und die wird es bald dann auch beim Gemüseverkaufsstand geben. So, das war unser kleiner Ernterundgang mit Eröffnung vom Gemüseverkaufsstand. Ich freue mich aufs nächste Video. Jeden Dienstag jetzt um 17 Uhr kommt ein neues Gartenvideo hier auf meinem Kanal online. Falls ich es mal nicht schaffe, in einer Woche ein Video aufzunehmen, dann kommt wenigstens ein YouTube Short, also diese Kurzvideos immer Dienstag 17 Uhr. Gerne hier abonnieren, dann verpasst ihr keins dieser Videos. Schaltet uns gerne regelmäßig ein und hier kommt ihr zum nächsten Gartenvideo von mir. Bis demnächst, alles Gute und ciao.